Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Stadium. Mein Name ist Fabian, schön, dass du dabei bist. Und ab heute ist diese Spieleperle vom Nintendo 64 auf Nintendo Switch Online verfügbar. Richtig nice. Und es gibt eine kleine Einschränkung, zeige ich euch gleich. Wir schauen uns das auch mal kurz an, bevor wir dann heute auch schon mit der Arena-Leiterburg starten. Also hier ist unser erstes Titelbild, das wir auch noch verändern können, wenn wir alle Cups einmal durchspielen. Dann gibt es nämlich Runde 2. Und hier, ihr seht schon, das ist die Einschränkung. Es hat eigentlich, also das originale Spiel hatte Transfer-Pack-Unterstützung. Das heißt, man konnte sein Gameboy-Spiel, die rote, blaue oder gelbe Edition, einlegen und dann seine Pokémon übertragen und auch hier im Gameboy-Turm damals das Spiel spielen auf bis zu dreifacher Geschwindigkeit, was halt richtig, richtig nice war. Aber leider hat Nintendo dieses Feature nicht mit umgesetzt. Das heißt, wir sind müssen auf einige Funktionen verzichten. Wir können auch eben keine eigenen Pokémon übertragen. Das heißt, wir sind im Stadion und auch in der Arena-Leiterburg auf unsere Leih-Pokémon angewiesen. Und das ist eine kleine Einschränkung oder eine relativ große, weil du eben nicht dein Lieblingsteam trainieren kannst. Allerdings gab es und gibt es auch immer noch den Nintendo-Spieleberater zu Pokémon Stadium. Und die haben damals schon eine gute Übersicht gehabt, welche Leih-Pokémon sich denn für welche Cups eignen. Auf das werde ich dann auch zurückgreifen beim Spiel. Und was wir machen können, ist der Schaukampf. Den schauen wir uns mal kurz an. Hier können wir auswählen, ein gegen eins oder einer gegen Computer zum Beispiel. Mit der Stärke können wir stark, schwach und normal. Und natürlich die Cup-Regeln, die wir ja auch dann im Stadion und so weiter miterleben. Und hier ist eben, wie gesagt, die registrierten Teams können wir nur auf die Leih-Pokémon zugreifen. Dafür haben wir die Wahl zwischen allen 149 Pokémon. Also Mewtwo ist nicht mit dabei. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob wir den nicht sogar freischalten können am Schluss. Wenn wir alles durchhaben, da bin ich mir nicht sicher. Allerdings ist Mewtwo nicht mit von der Partie. Genau. Was natürlich sehr cool ist, was wir auch mal noch, im Stream oder so machen, ist der Wettkampf. Da kann man nämlich dann mit ein paar Minispielen gegeneinander antreten. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Wir haben Carpador-Platscher, Sing mit Pipi. Also wer es damals gespielt hat, der wird das auf jeden Fall feiern. Vor allem, weil die Spiele doch irgendwie sehr eindrücklich waren. Dann haben wir das Stadion. Hier haben wir verschiedene Cups. Wir haben den Pokémon Cup von Level 50 bis 55, den Pika Cup Level 15 bis 20, den Mini Cup auch Level 25 bis 30. Aber ich dachte, die wären so Level 5 nur beim Mini Cup. Auf jeden Fall sind hier nur süße Pokémon zugelassen. Und hier Premium Cup kann man von 1 bis Level 100, wobei glaube ich dann alle auf Level 100 sind von den Gegnern. Der Mini Cup, ich schaue gerade mal kurz rein. Ich dachte eigentlich, dass die... es sind halt nur süße Pokémon, was man hier mit denen man kämpfen kann. Es sind auch nicht sehr viele. Und die sind dann alle auf Level 25 beschränkt. Aber das schauen wir uns dann noch... werden wir noch in Ruhe dann machen. Wir können auch noch in Professor Eichs Labor mal reingucken. Allerdings werden wir hier schon wieder abgewiesen, weil wir leider kein Transfer-Pack haben. Und das andere wäre noch die Ruhmeshalle. Da ist allerdings natürlich auch noch nichts zu sehen. Ich glaube... Oh, man könnte sich zum Ziel machen, mit jedem Pokémon einmal einen Cup zu gewinnen. Okay, aber für heute starten wir mal mit der Arena-Leiterburg. Hier geht es darum, alle Arena-Leiter zu besiegen, sich da nach oben durchzukämpfen. Und den Anfang macht Rocco. Und davor müssen wir natürlich noch vier weitere Kämpfer besiegen. Drei weitere Kämpfer. So, mein Team
Das orientiert sich jetzt mal am Spieleberater tatsächlich. Und zwar wird hier vorgeschlagen, Turtok zu nehmen mit Hydropumpe und Panzerschutz zum Beispiel und Geduld und Stärke. Einen Hinweis vielleicht, die nicht so ganz entwickelten Pokémon haben teilweise wesentlich bessere Attacken beim Leitteam. Also wenn man hier Surfer und Blizzard und Geowurf Schaufel haben will, muss man Shigi nehmen. Die Leih-Pokémon sind leider nicht so gut trainiert. Das ist halt eigentlich so die größte Einschränkung. Und wie gesagt, da wir Nintendo das nicht umgesetzt hat, bleiben wir auch auf denen erstmal sitzen. Vielleicht ändert sich das noch in Zukunft. Ich habe aber nur eine geringe Hoffnung, dass Nintendo dann noch nachbessert. So, was brauchen wir denn noch? Wir haben noch Lavados hier, Flamara. Sind alle weiter hinten. Was ist denn Magneton? Der muss doch auch hier sein. Hier ist Magneton. Mit Donner und Donnerwelle. Auch sehr gut. Dann habe ich noch Voltoball. Nicht da vorne. Nee, der kommt erst später, ne? Ach ja, die guten alten 150. Hier, Voltoball, der hat nämlich Donnerblitz, Donnerwelle im Vergleich zu Elektroball, der halt nur Donner und Finale hat. Finale ist halt einfach eine dumme Attacke im Pokémon Stadium. So, drei haben wir. Wir brauchen noch drei weitere. Das nächste wäre dann Flamara mit Feuersturm tatsächlich und Toxin. Dann nehmen wir Amoroso, auch Hydropumpe, Panzerschutz. Sind natürlich Gesteins-Pokémon hier am Start. Aber ja, die Gefahr ist halt auch ein bisschen, dass diese sehr starken Attacken gehen halt gerne mal daneben. Auch so Feuersturm, Himmelsfeger hat Lavados. Okay, registrieren wir mal. Noch mit dazu und dann, ja, können wir direkt schon starten. Auch eine sehr coole Sache damals ist, dass es eine Sprachausgabe gibt. Und zwar gibt es einen Stadionsprecher, der alles kommentiert. So, genau. Jetzt wählen wir mal aus. Ihr seht jetzt nicht, wen ich auswähle. Aber ihr seht doch, jetzt könnt ihr es sehen, wenn ich den Knopf drücke, Pokémon ansehen. Und hier können wir auch nochmal die Attacken prüfen. Flamara oder Lavados. Nehmen wir mal Lavados mit dazu. Und dann geht's auch schon los. Live aus der Burg der Arenaleiter. Ein riesiger Herausforderer möchte im Kampf gegen die Besten der Besten bestehen. Habt ihr eine Chance? Okay, nur ein bisschen lauter noch, dass man es auch hört. Okay, wir haben schon Kokuna am Start. Was können wir hier einsetzen? Da haben wir jetzt nicht direkt eine gute Attacke dagegen. Da würde ich fast sagen, kommen wir mal mit Lavados dann. Aber Kokuna auf Level 50. Ein Pokémon-Wechsel. Dieses Pokémon war scheinbar nicht die optimale Wahl. Ich frei für Lavados. Die erste Attacke. Es ist ein leichter Treffer. Beide sind sehr vorsichtig. Sie sind sehr, sehr vorsichtig. So, Feuersturm. Ein heißer Feuersturm. Und es hat sogar es hat getroffen. Sehr gut. Unglaublich. Mit einem Schlag besiegt. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? So. So, Hornlio. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Ja, da könnten wir auch mal einen Himmelsfeger probieren. Das ist eine Attacke, die habe ich eigentlich damals auch selber nie eingesetzt. Also, das ist eine Attacke über zwei Runden. Es setzt Fadenschutz ein. Seine Geschwindigkeit ist gesunken. Ein sehr rasanter Kampf. Und die Runde kann ich natürlich nichts auswählen, weil jetzt der Angriff erfolgt. Was nun? Oh, wir wurden vergiftet. Und jetzt kommt der Himmelsfeger. Ui. Eine sehr effektive Attacke. Ja. Und zack. Weg damit. Die Dampframme schlägt zu. Was auch immer das genau bedeuten soll.
Und das letzte Pokémon betritt den Ring. Trinkfrei für Saftkorn. Saftkorn. Okay, ich merke schon, ich hätte eigentlich zwei Feuer-Pokémon für einen wechseln sollen. Ich glaube, ich habe falsch ausgesucht. Aber macht ja nichts. Das kriegen wir auf jeden Fall gebacken. Aber es ist nicht garantiert, nur weil wir diese Animation sehen, dass die Attacke auch tatsächlich trifft. Jedenfalls nicht immer. Nein. Yay! Unser erster Sieg in der Arena-Leiterburg. Bam, 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 bam. So, wir können jetzt auch speichern und abbrechen. Das heißt, wir machen dann später bei der Arena-Leiterburg an der Stelle weiter. Allerdings kann man nicht beliebig oft speichern und weitermachen. Sondern dann wird das Continue dann gelöscht. Okay. So, hier hat der Gegner Zambisa. Ich verstehe das, das verstehe ich auch nicht genau. Aber sie haben immer die Namen umgedreht. Was auch zur Folge hat, witzigerweise, dass sich die Farbe vom Pokémon dann auch ändert. Dadurch kann sich auch das Pokémon ändern. Es ist also kein Shiny, was ihr hier seht dann. Und Flamara kommt auch direkt in den Ring und wackelt erstmal mit dem Popo. Also die Farben ändert sich durch den Spitznamen. Aber wie gesagt, Shinies gab es ja damals noch nicht. Vielleicht haben sie es deswegen auch einfach gemacht. Oh, und hat auch getroffen. Sehr schön. Raspar ist schon mal kaputt. Ach ja, die Animationen damals waren halt echt cool. Und das alles in 3D zu sehen, ist ja heute Standard mittlerweile. Seit gut 10 Jahren aber auch erst. Ihr Duflora hat auch ganz, ganz merkwürdige Farben. Aber wie gesagt, das liegt am Spitznamen. Und wir schauen nochmal, ob der Feuersturm trifft. Bisher hat er jedes Mal getroffen. Das ist ganz untypisch eigentlich. Vielleicht haben. Ich glaube aber nicht, dass Nintendo da was geändert hat an den. Zufallszahlen. Mirapla ist im Start. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Ja. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Ein harter Treffer. Und auch diese Attacke hat getroffen. Tja, da ist Mirapla auch kaputt. Aber ich finde, die 3D-Modelle sehen eigentlich auch für heutige Verhältnisse noch relativ gut aus. Also natürlich sind ein paar ein bisschen einfach gestrickt, aber so allgemein kann man sich nicht beschweren. Teilweise sind die Animationen ja sogar lebhafter als heute. So, was haben wir jetzt hier? Er hat Gesteins- und Boden-Pokémon. Mit Dicktri, Sandan und Kleinstein. Da ist natürlich Wasser am besten. Schauen wir mal, was wir hier haben. Hydropumpe mit Turtok. Und wir können Moroso noch einsetzen. Hat halt auch Hydropumpe. Und dann noch ein Lavados dazu. Der dritte und vorletzte Trainer betritt den Ring. Ja. Nach diesem Kampf wartet das Finale gegen den Arena-Leiter. Gut, sie sind noch ein bisschen eckig, die Pokémon. Aber das macht den Charme halt aus. So, Turtok holt die Kanonen raus. Richtig gut. Da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Oh. In der ersten Runde auf den Brecher. Ja, ja, Gen 1 hat ja auch noch keinen Split mit Spezialattacke und Verteidigung. Das ist ja alles ein Wert.
Items gab es auch nicht. Und natürlich sind manche Attacken auch verhalten sich auch ein bisschen anders. So. Ja, machen wir auch nochmal Hydro-Pumpe, auch wenn jetzt Taubsi da jetzt nicht keine Schwäche hat gegen Wasser. Vielleicht, ja, trifft alles. Okay. Vielleicht haben wir gerade einen Lauf. Unglaublich, mit einem Schlag. Aber die treffen alle im Moment, die Attacken. Vielleicht ist es auch ein Bug. Wäre natürlich witzig. Aber wir rennen ja hier geradezu durch. Früher konnte man eben mit Transfer Pack, wenn man alles besiegt hat, eben gegen Mewtwo kämpfen. Und jetzt geht Hydro-Pumpe mal daneben, wegen Schaufler. Und man konnte ein Pikachu bekommen, was Surfer beherrscht. Das war halt richtig geil. Aber ohne Transfer Pack sieht das schlecht für uns aus. Oh, Volltreffer. Okay. Und auch hier trifft die Hydro-Pumpe wieder. Also ich weiß noch, damals hat das alles gefühlt die Attacken jedes Mal daneben. Blizzard und alles, das war eher so ein Glücksspiel. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall schon gegen Rocco. Richtig gut. Da ist der Gute. Hat hier noch irgendwie rötliche Haare. Relativ. Okay, was hat er denn noch? Er hat noch einen Ammonitas und einen Kaputops. Da brauchen wir auf jeden Fall dann noch ein Elektro. Und wir können aber hier auch wieder mit Elektro, Elektro und Wasser. Ist die Auswahl, die ich getroffen habe. Rocco, der Arenaleiter von Maporia City, tritt in den Ring. Wird der Herausforderer sich an Roccos steinharte Team die Szene ausweisen? Nö. So. Amoroso hat eben, wie gesagt, auch Hydro-Pumpe, Panzerschutz, Silberblick. Ich verstehe auch nicht, warum die Leib-Pokémon halt so viele Status-Attacken haben. Oh, Klammergriff. Da war doch auch was in der ersten Generation mit Wickel, dass man dann nicht mehr rauskam und so. Das war ganz merkwürdig. Ich glaube, im Stadium haben sie es dann ein bisschen angepasst. Aber hier, die Attacke dauert an und wir können nichts machen. Das war, glaube ich, die Sache, was in Generation 1 der Fall war. Ganz komisch. Ja. Also theoretisch könnte er uns so besiegen, wenn er das jetzt eine Stunde lang weitermacht. Der Treffer hat kaum Schaden verursacht. Es kann noch immer nicht angreifen. So ein Quatsch. Sie schenken sich wirklich nicht. Na, vielleicht klappt es ja jetzt. Die Attacke wird fortgesetzt. Geht weiter. Die Frage, ob wir auswechseln können, weil dann nehmen wir nämlich Turtok, der ist dann ein bisschen schneller. Weil ansonsten wird das eher nichts. So, dann probieren wir das mal mit Turtok. Wow, Hydro-Pumpe. Yay, sehr gut. Sehr effektive Attacke. Bam, jetzt ist auf jeden Fall mal der Fluch der Klammer getroffen. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Und da kommt... Genau, Tragosso ist am Start. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? So, wieder eine Hydro-Pumpe drauf. Wie kommt denn das? Wieso trifft das immer? Kann mir das jemand erklären? Das ist doch irgendwie... Das hat keine 100% Chance. War das nicht so 70%? Ich bin fast geschockt, weil es immer trifft.
Und die Zufallsgeneratoren da waren irgendwie früher nie auf meiner Seite. Schon wieder? What? Also es ging bis jetzt nicht daneben. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ein Level ist vorbei. Sehr schön. Bam. Damit ist der erste Arena-Leiter besiegt. Marmoria City ist geschafft. Du hast von Rocco den Schlüssel zu Mistys Turm erhalten. Okay, und wir können uns jetzt hier weiter vorarbeiten. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir gehen nochmal hier auf die Startseite. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Spiel gefällt und ihr mehr sehen möchtet. Als Pokémon-Fan ist es natürlich mir ein Anliegen, dieses Spiel auch mit Leih-Pokémon auf der Switch fertig zu spielen. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob die Technik heute schon die Emulator-Technik soweit ist, kann man eben vielleicht das Transfer-Pack auf dem Emulator emulieren und dann mal mit Gameboy-Emulator und 64-Emulator das irgendwie verbinden. Das wäre natürlich hammerkrass. Aber wie gesagt, wir bleiben jetzt erstmal bei den Leih-Pokémon. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Euer Fabian.